Hey, so, nur kurz bevor ich richtig anfange zu reden, es wird ein Osu-Video kommen oder ist schon da, je nachdem, wann das hier kommt. Da habe ich die Tonhöhe extra höher gemacht, aber es wird halt trotzdem erkannt. Gott sei Dank nicht geclaimed, aber Urheberrecht ist trotzdem da. Und ich glaube, es passiert halt nur nichts, weil ich noch voll klein bin. Was theoretisch ein Freifahrtschein ist. Also das nächste Video will ich mal spaßenshalber mit normalen Ton hochladen. Und vielleicht noch eins, was danach kommt. Also zwei habe ich noch. Vielleicht den Ton mal niedriger stellen. Einfach mal gucken. Weil man muss ja immer mit allen rechnen. Jetzt lass mal doch irgendwie was sein. Obwohl ich das nur als Hobby mache. Aber auf dem Strike habe ich trotzdem keinen Bock. Naja. Auf jeden Fall werden wir das mal jetzt ein bisschen testen. Aber was ich eigentlich wollte mit diesem Video. Es wird, glaube ich, langsam Zeit. Ich habe lange überlegt, ein bisschen was anzuschneiden. Weil dadurch, dass jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Wochen kein Video mehr kam, sollte ich schon ein bisschen was erklären. Wieso, weshalb. Es ist keine richtige Entschuldigung dafür, dass ich halt wieder mehr machen wollte. Aber vielleicht kann man dann verstehen, warum ich dann jetzt nicht so krass hinterher bin, obwohl ich es eigentlich will. Es ist echt kompliziert. Und zwar denke ich, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass ich nicht ja, ganz fit bin. Seelisch, mental, wie man es auch nennen mag, psychologisch. Und ich sage extra, ich denke, weil es keine richtige Diagnose noch nicht gibt. Ich bin auf der Warteschlange. Ich wollte wirklich was anfangen, mir helfen lassen, weil ich merke, es geht nicht, aber ich hänge auf der Warteschlange fest. 3 Monate jetzt. Und das Ding ist, wenn die sich nicht melden, muss ich mich selber melden, damit ich wieder 3 Monate auf eine Warteliste darf. Weil wenn ich mich nicht nochmal melde, wenn ich mir das jetzt nicht notiert hätte, wann die 3 Monate um sind, dann würden sie mich runterschmeißen und dann wäre ich weg vom Fenster. Dann würden die denken, ja, ich brauche keine Hilfe mehr, weil ich mich nicht melde. Ist so gesehen ja auch okay, aber ja, es ist trotzdem ganz schön ernüchternd. Wir haben bei mir in der Nähe 3 Psychologen und keiner hat einen Platz frei. Das ist schon echt krass. Und so groß wie da, wo ich früher gewohnt habe, ist die Stadt hier nicht. Es gibt viele umliegende kleine Städte oder Dörfer, die halt mit zur Stadt zählen. Und deswegen denke ich, dass wenn das alles zusammenkommt, weil die alle nicht in die nächste größere Stadt gehen, kann ich mir schon vorstellen, dass es voll ist. Aber es ist halt so lustig, ohne jemanden zu beleidigen. Es kommt mir öfters hier vor, dass die Leute so vorgeben, dass sie gut sind, dass es alles toll ist, dass sie toll sind. Und dann sind die 3 Psychologen voll. Also, ne? Sind doch mehr als gedacht, die einen brauchen. Und man merkt es halt auch nicht immer selber sofort. Das, was mit einem nicht stimmt, sage ich jetzt mal, ohne das auch böse zu meinen. Aber jeder, der betroffen ist, der wird mir dazu stimmen, dass man manchmal halt so diese negativen Gedanken hat über sich selbst. Und ich rede ja auch jetzt gerade nur von mir selbst. Also bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr auch Probleme habt. Ich rede jetzt nur aus meiner Sicht. Aber man fühlt sich halt nicht normal. Man denkt, dass man eine Last für andere ist, weil man halt Probleme hat, weil man halt jetzt nicht so krass glücklich sein kann wie andere, weil man halt sich über Sachen Gedanken macht, die jemand nicht versteht, weil man sich Sachen über Gedanken, ja, weil man sich Gedanken über Sachen macht, die für viele nicht relevant sind, aber die für einen selber relevant sind, und was einen den Schlaf raubt, was einen die Zeit raubt, was einem das Glücklichsein raubt. Also, ich bin kein Psychologe und ich will jetzt auch nicht so tun, als ob.
Aber ich merke ja selber, dass es mir nicht gut geht. Und ich würde mir gerne helfen lassen. Aber das Ding ist, ich habe gerade keine Hilfe. Deswegen stürze ich mich gerade in Sachen, die ich mag, in Projekte, die ich mir selber schaffe, die mich ablenken und mir helfen sollen, dass es mir besser geht. Deswegen habe ich wieder mit YouTube angefangen, in der Hoffnung, dass es mir hilft und dass, wenn ich jetzt so ein Video mache, wo ich rede, dass vielleicht so ein kleiner Ansatz besteht, dass ich aufklären kann oder mit jemandem reden kann, denen es vielleicht ähnlicher geht. Ich weiß, es gibt bestimmt viele, die sagen, oh, wenn ich ein Problem habe, ich mache das mit mir selber aus. Ist okay, aber ich gehöre nicht dazu. Ich brauche jemanden zum Reden. Ich würde mich gerne austauschen, mir Tipps geben lassen. Und ganz ehrlich, ich habe gerade kaum jemanden, außer vielleicht eine Person, die ich nicht persönlich kenne. Und dann noch mein Mann. Aber da ist wieder das Problem, dass ich denke, wenn ich zu viel rede über meine Probleme immer nur, dass ich ihnen auf den Sack gehe, dass ich ihn runterziehe, dass ich vielleicht schuld bin, dass es ihm auch schlecht geht und all sowas, denke ich halt. Deswegen will ich nicht immer nur mit ihm reden, weil ich Angst habe, dass es ihn mitfertig macht. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Klar, man redet gern mit jemandem, den man mag, liebt und so weiter, aber man möchte denjenigen ja nicht seine gute Laune rauben. Oder man möchte nicht, dass der sich so viel Kopf um einen macht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr merkt schon, ich habe kein Skript. Ich rede jetzt einfach von meinen Gefühlen her. Wollte ich das halt loswerden, weil ich habe in letzter Zeit viele gesehen, die das Thema angesprochen haben. Und ich finde das richtig gut, weil es wird einfach zu schnell übersehen. Man drückt es weg, weil man es nicht wahrhaben will. Oder man denkt sich, wenn man kerngesund ist, hä, was ist jetzt mit denen? Warum ist das so? Und ich finde es echt toll, dass mir aufgeklärt wird über Depressionen und andere Sachen, weil es echt wichtig ist. Es könnte jeden betreffen, aber man sieht es halt von außen nicht. Wir, ich sag jetzt wir, oder ich, wir haben eine super Maske draußen, weil wir halt nicht auffallen wollen. Wir wollen, wenn wir rausgehen, einfach nur das Zeug erledigen, was wir zu erledigen haben. Je nachdem, was man für ein Typ ist, so wie ich bin ein bisschen introvertiert und ich gehe nicht gern raus. Ich möchte dann einfach nur ganz schnell mein Zeug erledigt haben, es hinter mich bringen, so wenig Interaktion wie möglich, aber gleichzeitig auch normal wirken, dass ich nicht auffalle, weil ich es auch nicht mag, angeguckt zu werden zum Beispiel. Wenn ich das jetzt jemanden erzählen würde, der damit keine Probleme hat, der würde mir einen Vogel zeigen und das finde ich halt echt deprimierend. Warum kann ich sowas nicht erzählen und jemand sagt, aha, so ist es bei dir, okay, bei mir nicht. Aber stattdessen kommt dann immer, hä, wie kannst du nur? Was ist dein Problem? Das kommt immer. Wirklich fast immer. Ich sag extra fast, es gibt Gott sei Dank auch Ausnahmen, aber wie soll man denn sich da besser fühlen und sich öffnen, wenn sowas kommt, nur weil Leute das nicht verstehen, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht existiert. Das ist ja wie Luft. Wir können so gesehen Luft nicht wirklich sehen, aber sie ist ja trotzdem da. Und so ist es auch mit dem Rest, was in uns ist. Unsere Gefühlswelt, unsere Kopfwelt. Auf jeden Fall ist das einer der Gründe, der größte Grund, dass halt so in doofen Abständen die Videos kommen. Weil manchmal
Es ist echt schwer, mich zu fokussieren auf Sachen, die ich eigentlich mag. Und dann habe ich doch trotzdem keine Lust auf einmal. Ich habe einfach manchmal keine Lust, irgendwas zu machen. Ich bin richtig antriebslos. Und dann sitze ich da und denke mir, was machst du jetzt? Du könntest das machen, aber irgendwie keine Lust drauf. Dann sitzt man vielleicht vor YouTube-Videos oder einem Stream oder Serien oder was auch immer. Dann vergeht die Zeit, man gammelt vor sich hin und hat dann nicht als Gamer jetzt zum Beispiel gezockt. Ja, dann hat man einfach nichts gemacht, weil keine Lust oder man kann sich nicht entscheiden. Und so geht es mir halt auch gerade. Und ich habe halt gerade Sachen entdeckt für mich, wo ich endlich wieder ein bisschen Freude drin habe, die ich auch mache, so wie Osu. Aber da bin ich halt nicht so gut, deswegen habe ich gerade nur drei Lieder, wo ich gut performt habe, die ich gerne erteilen möchte. Und dann ist es noch, ich habe mir Beatessa 3 geholt. Aber es hat auch wieder Ding, ne? Du kannst deine eigene Musik spielen, du kannst Spotify abhören. Ja, Musik halt, ne? YouTube und Musik. Ja, Black Desert. So ein bisschen. Das habe ich ja übelst lange schleifen lassen. Und jetzt gucke ich da auch wieder ein bisschen mehr rein. Aber da kann man halt nicht viel zeigen, würde ich jetzt meinen, unter einem Video packen. Irgendwelche Klassensachen oder Arena-Sachen oder sowas, die gibt es ja schon zu Genüge auf YouTube. Da kann ich nichts zeigen, weil ich da auch nicht so gut bin. Ja, dann habe ich noch, ja, Summoners War halt. Da hätte ich wieder ein paar Rollen, was ich machen könnte. Weil ich finde es auch so toll, das festzuhalten, wenn ich was wirklich was Gutes bei habe, dass ich dann das auf Video gehalten habe. Deswegen auch das YouTube-Zeug alles. Ich gucke mir manchmal einfach random die Sachen an, die ich früher aufgenommen habe und denke mir so, ey, das ist im Internet. Ich finde es, oh Mann, war das eine Zeit. Oh, ist das schön. Habe ich mich voll gefreut. Auch wenn jetzt keine Kommentare da sind oder so. Es ist mir egal. Ich habe es so für mich eingesetzt. Vielleicht hat es jemand gesehen, der nicht kommentiert hat und fand es auch gut. Das weiß ich ja alles nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich gerne auch manchmal ein bisschen reden. Einfach Sachen teilen. Weil ich möchte, das ist einer der Sachen, wo ich meine, darüber denkt nicht jeder nach. Ich möchte, dass etwas von mir bleibt. Auch wenn es so dieser kleine YouTube-Kanal ist, den nicht viele gucken. Aber wenn mir irgendwas passieren sollte. Oder selbst wenn es in ein paar Jahren ist oder so, wer weiß, wie es da aussieht, wenn ich da nicht mehr da bin, dann ist etwas von mir noch übrig, wenn jetzt nicht ein großer Vibe kommt. Ja, es klingt halt total Stuss für manche, aber ja. Ich habe es ja schon probiert bei einer anderen Seite, wo man halt auch schreiben kann und so. Aber da fühle ich mich nicht angekommen, weil da gefühlt nur Ältere sind, die nicht zocken und keine Animes gucken oder was auch immer. Und da hab ich mich halt nicht so wohl gefühlt, wie ich jetzt auf YouTube mich fühle. Was es genau für eine Seite ist, dazu komme ich noch, da bin ich noch nicht bereit für. Aber das ist so dieser eine Punkt, wo ich denke, damit hat alles angefangen in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist das eine Sache, die in meinem Leben passiert ist, die mich in ein Loch gezogen hat. Und viele kapieren das nicht, dass dieses imaginäre Loch da ist, dass es mich anzieht, dass es dafür sorgt, dass ich mir zu viel Sorgen mache, dass ich mich einfach manchmal grundlos schlecht fühle oder sogar traurig. Es gibt echt Tage, da bin ich so nah am Wasser gebaut, da könnte ich über alles heulen. Da reicht nur ein falscher Gedanke, zack, heul ich. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Und da helfen mir so eine Sachen wie, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht was hochladen kann, irgendwas bewirken kann, mit jemandem rede. Wie Gedanken helfen mir denn dabei, wieder ein bisschen hochzukommen? Sachen zu machen, die ich mag, die helfen mir gerade. Ich habe auch so hobbymäßig angefangen, einen Discord-Bot zu machen. Ich bin jetzt nicht übelst der Coder oder Programmer. Ich hole mir schon ein bisschen Hilfe noch aus dem Internet oder ein paar Vorlagen für den Code. Aber die Sachen, die ich halt selber für mich in den Bot reinpacken will, die habe ich reingepackt. Und da bin ich stolz drauf, dass das funktioniert. Manchmal musste ich selber, weil es dafür keine Beispiele gibt, selber ein bisschen was umschreiben und nachdenken, wie habe ich das davor gelöst oder wie muss das sein, wie funktioniert das. Und war dann total stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Das sind so kleine Erfolge, die für mich einfach so viel bedeuten. Man fühlt sich den ganzen Tag, sage ich jetzt einfach mal, wie Dreck, wie eine Last. Und dann schafft man sowas wenigstens. Also für mich ist das echt viel. Und falls sich jemand fragen sollte, ich mache das gerade mit Python, weil das eine gute Anfänger-Programmiersprache ist, finde ich. Und das hat sich auch bestätigt. Ich habe so viel damit schon gemacht und kann sagen, ja, ist super. Weil wenn ich mir da so, wie heißt das, C, C+, oder dieses C-Hashtag da angucke, da muss man ja so viel beachten und Klammern schreiben und so. Das muss ich in Python nicht. Da bin ich echt froh. Obwohl es bestimmt auch richtig gute Sprachen sind, ja. Aber ich kann die halt nicht. Man sollte erstmal bei einer Sache bleiben. Und dann ist das auch okay. Ja, jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich weiß nicht, wie informativ, interessant das ist. Aber ihr glaubt nicht, wie ich mich gerade fühle. Es ist wie, als ob so eine kleine Mini-Last von mir gefallen wäre. Wenn man drüber redet, ist es bei manchen halt so, dass es ein bisschen befreit, dass man sich besser fühlt. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es so. Wenn ich jetzt mein Herz meiner besten Freundin ausschütte, meinem Mann oder meiner Mutter, dann geht es mir danach immer ein Stückchen besser. Weil ich habe früher den Fehler gemacht, ich habe alles in mich reingefressen. Ich habe gedacht, mir geht's scheiße, ich muss selber damit klarkommen, ich will keinen damit nerven, ich will keinen zur Last fallen. Aber es ist ein Riesenfehler. Es tut echt gut, wenn man, wenn auch nur in kleinen Portionen, in kleinen Stücken sich öffnet und was rauslässt. Das ist vollkommen in Ordnung. Klar, es gibt auch welche, die fahren mit der Schiene, ich behalte alles für mich, fahren auch gut, gibt es bestimmt auch. Das kommt halt, glaube ich, darauf an, was für eine Art Mensch du bist. Aber bei mir kommt so viel zusammen, weil ich auch so emotional bin. Ich kann einfach nicht lange so tun, als ob ich hart wäre. Ich kann draußen mir eine Maske auflegen, normal rumlaufen, obwohl es mir innerlich total übel geht. Kein Problem. Aber auf Dauer. No way. Ich bin froh, wenn ich mich wieder in mein Schneckenhaus oder meinen Panzer zurückziehen kann, wenn alles draußen erledigt ist. Ich brauche das draußen nicht. Ich brauche keine Menschenmassen zum Beispiel. Wenn mir Menschen manchmal zu nahe kommen oder wenn es zu viele auf einen Fleck sind, also ungewollt halt, dann könnte ich ausrasten, also so panisch werden. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber, oh nee, das geht gar nicht für mich. Oder wenn ich mich beobachtet fühle, das ist auch noch sehr schlimm. Also, boah, wenn ich schon allein dran denke, kriege ich gerade schon fast Gänsehaut. So schlimm ist es. Aber ich kann ja gerne in so ein paar Sachen, hatte ich vor, noch ein bisschen mehr darauf eingehen oder mich vielleicht auf ein, zwei Sachen konzentrieren, weil jetzt ist ja gerade alles so wirklich hin und her. Und dann mal ein bisschen erzählen. Und wer weiß,
Vielleicht kann es mir so lange eine Stütze sein, bis ich endlich meinen Therapieplatz gekriegt habe. Bis ich endlich weiß, was ich habe und nicht nur spekulieren kann. Es ist so einfach zu sagen, hey, ich habe Depressionen oder so. Kann jeder machen. Aber ich finde das ein bisschen, also für mich selber finde ich das ein bisschen blöd. Weil was ist, wenn ich jetzt was anderes habe, was vielleicht ähnlich ist, aber doch keine Depressionen sind? Dann habe ich ja theoretisch in meiner Sicht jemanden beleidigt, der es wirklich hat. Deswegen würde ich erstmal abwarten, bis ich wirklich offiziell was von Psychologen kriege, was ich habe. Deswegen sage ich nur ganz vorsichtig, ich denke, dass ich, ja, was habe. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte halt niemandem zu nahe treten, der vielleicht wirklich darunter leidet und der sich dann denkt, Alter, was labert die? Das ist vielleicht auch so ein Ding. Ich mache mir über Sachen manchmal einen Kopf darüber. Denkt doch kein Schwein nach außer mir, das denke ich jedenfalls. Also, keine Ahnung. Das ist genauso wie ich immer denke, wie ich draußen rüberkomme oder wie ich rüberkommen will, weil ich immer denke, dass Leute, selbst wenn es nur peripher ist, mich anglotzen. Und dann denke ich immer, oh, dann muss ich ja halt einigermaßen okay aussehen. Dann darf ich für mich, wenn ich mich im Spiegel ansehe, darf ich nicht hässlich aussehen. Sonst kann ich nicht rausgehen. Ich muss mich selber wenigstens zum Teil akzeptieren können, dass ich einigermaßen okay aussehe, bevor ich rausgehen kann. Weil ich immer denke, oh, wenn mich jetzt irgendjemand anguckt und denkt, oh, Alter, wie sieht die aus? Oder boah, das könnte ich nicht ertragen, wenn ich denke, was andere über mich denken. Das klingt so absurd, aber für mich ist das Realität. Das wird von vielen abgewinkt und gesagt, ey, hör doch auf zu denken, was andere von denken können. Mach das doch einfach nicht. Ja, schön. Wenn es so einfach wäre, wie du das sagst, dann wäre es ja in Ordnung. Aber ist es leider nicht. Ich fühle mich so unsicher in meiner Haut. Ja, das sind halt so Gedanken. Und ich würde jetzt auch lieber zum Ende kommen, weil es wird nur komischer. Also, ein bisschen war okay, aber zu viel ist, glaube ich, nicht gut, glaube ich jedenfalls. Deswegen, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann danke ich euch wirklich vom Herzen. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr noch hier seid. Redet gerne mit mir. Schreibt einen Kommentar. Würde mich freuen. Wenn nicht, dann auch nicht. Ist vollkommen okay. Ich zwinge ja keinen dazu. Ich meine nur, wenn ihr wollt. Ansonsten mache ich einfach so weiter wie bisher. Versuche mir selbst zu helfen und einfach die Tage zu überstehen. Das klingt genauso absurd, aber gehe von Tag zu Tag, einfach nur um sie zu überstehen, ohne dass ich wegknicke, ohne dass ich einen riesigen Anfall habe von Trauer, Wut, Lustlosigkeit, alles einfach, dass mich meine Gefühle nicht übermannen. Einfach überleben, jeden Tag. Deswegen, wer auch immer das jetzt hier hört, ob jetzt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gesund oder nicht, kümmere dich um dich, lass es dir gut gehen, egal was andere sagen, mach das, was dir Spaß macht und krieg den Tag rum. Sei da, lass dir helfen und vielleicht sehen wir uns dann bald wieder oder hören uns. Ciao, ciao.